denn und herzlich willkommen auf meinem Kanal, beziehungsweise unserem Kanal. Der gute Bruno, welches nicht am Start. Ich war auf Locals, ich alleine mit, na gut, meinen anderen Local-Kollegen da. Grüße gehen raus an Willi und die Jungs. Und ja, ich habe heute mit diesem schönen Deck hier performt, wie ihr am Titel natürlich auch sehen konntet. Wanderbrise, mal wieder ausgepackt nach längerem. Und ja, ich muss sagen, es war relativ gut. Ich habe 4 Matches gehabt heute auf Locals. Einmal gegen Time Lords, Game 1, also Match 1, habe ich gewonnen, 2-0. Gut, der Kollege, der gegen den ich gespielt habe, der war ja auch recht neu dabei. Und Time Lords ist halt nicht das Deck, wenn man toppen möchte oder wie auch immer, ne, gut abschneiden möchte. Aber es ist ein cooles Deck. Ich habe auch teilweise ein bisschen gestruggelt, aber an sich habe ich es gut outen können und ja. Es war auch ein sympathischer Typ, mit dem ich gespielt habe. Also Grüße gehen raus, falls du es sehen solltest. Game 2 Runic auch 2-0 gewonnen. Das hat mich auch überrascht, dass ich gegen Runic gewinnen konnte. Aber war anscheinend auch genug. Der hat auch zum Glück den Brunnen nicht gezogen. Das war wichtig, sonst hätte ich vielleicht verloren. Man weiß es nicht. Hat aber auch selber Bricky Hände gehabt. Also ich habe extrem gebrickt bei Game 2. Game 3 dann gegen Fire King, Diabelstar. Ja. Obwohl ich das Deck spiele und ich habe extra das Deck ausgewählt aufgrund der aktuellen Meta, ne, weil es aktuell halt ja sehr feuerlastig ist und sehr Graveyard-lastig und dementsprechend, ja. Aber hat nicht gereicht, habe auch super, auch sehr, sehr viel gebrickt. Ich habe generell diese Locals sehr viel gebrickt. Auch klar, Misplays waren auch dabei, aber überwiegend Bricks. Und eigentlich ist es immer andersrum bei mir. Ich spiele eigentlich immer richtig scheiße. Ich habe mich diesmal auch mehr vorbereitet auf das Turnier oder generell auf die Meta und mich so ein bisschen schlauer gemacht, als ich sonst tue, weil ich jetzt auch vorhabe, mit dem Deck so ein bisschen mehr reinzukommen, weil es aktuell, wie gesagt, der Strong ist und das ist super Budget und ja, genau, das ist halt so der Grund, warum ich aktuell gerne auch Flanders spiele. Und ja, Game 4, Snake Eye Pure. Der Typ war extrem anstrengend, also der hat, keine Ahnung, der hat irgendwelche Psychospielchen, glaube ich, mit mir treiben wollen, hat mich immer versucht zu verunsichern, nach dem Motto, wenn du jetzt das getan hast, hat er so Kommentare von sich gegeben wie, bist du dir sicher? Sicher, dass es ist? Ja, okay. Ja, also immer diese Nebenkommentare, diese unnötigen Nebenkommentare. Er war an sich ganz in Ordnung, aber das muss halt nicht sein. Davon habe ich mich auch ein bisschen beeinflussen lassen vielleicht, aber im Großen und Ganzen hat er auch gut gespielt und ich habe auch super reingebrickt, gerade im ersten Match, da konnte ich gar nichts machen. Nicht mal einen Shifter gezogen. Ich habe nur einen Shifter gezogen von diesen 3, 6, 9, 12 Runden. Von diesen 12 Runden habe ich nur einmal Shifter gezogen, ob das mir glaubt oder nicht. Das war richtig, richtig scheiße. Aber so ist das manchmal, ne? Gerade die ganzen Flanderspieler, die wissen Bescheid. Das ist leider so, das muss man in Kauf nehmen. Das ist das Risiko, was man eingeht, wenn man das Deck spielt. Und ich rede wieder zu viel. Wir wollen ja ins Deckprofil gehen. Ich werde mich auch ein bisschen beeilen, weil ich erstens, ja, morgen in Urlaub fahre. Dementsprechend auch früh aufstehen muss und muss noch meine Sachen packen. Das habe ich noch nicht geschafft tatsächlich. Und zudem habe ich auch schon mal ein Deckprofil gemacht. Könnt ihr gerne reinschauen, da gehe ich mehr auf die Effekte ein. Aber wir gehen jetzt mal generell rein, ja? Also, und dann spielen wir, das war anders, so. Dreimal den Rotkiller, muss nicht viel zu sagen, unser bester Starter. Die Karte, die wir am Anfang sehen wollen. Dazu dann noch natürlich auch den Adlen, den etwas größeren Bruder. Ja, holt unseren Bossmonster aufs Feld, essentiell fürs Deck natürlich. Dann mit der Veränderung 2 Strau, weil ich es gab da ja eine bestimmte Karte, die rausgekommen ist bei Phantom Nightmare. Wenn ihr das Opening nicht gesehen habt, guckt es euch gerne an, das haben wir auch aufgemacht auf dem Kanal. Und da habe ich auch erwähnt, warum ich, ja, welche Karte ich am besten finde, also für mich persönlich, bei Phantom Nightmare. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch 2 Strau drin, um so ein bisschen mehr Combat zu haben. Hat, glaube ich, nicht so viel gebracht, aber ich habe es mal probiert und das war okay. Ne? Man kann auch einspielen, aber ja. Dafür ein Tuckern. Ich habe in vielen Deckprofiles gesehen, dass Heat auf 2 gespielt wird. Ich weiß nicht, warum. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid, aber ich verstehe es wirklich nicht. Ich hätte auch meinen Kollegen Willi fragen können, der auch dabei war auf Locals. Der ist ein Flander-Experte, aber ich habe es wohl vergessen. Auf jeden Fall, auch falls du es siehst, Willi, schreib mir mal gerne in die Kommentare oder privat, warum auf 2. Aber ja, so ist das. So wie auch den Kaisen, der wird auch oft auf 3 gespielt, aber ich spiele aktuell auf 2. Der dritte wurde schon bestellt. Einfach haben oder nicht haben und es ist auch nicht gerade teuer, die Karte. Ist, glaube ich, bei 3, 4 Euro. Ja, wichtigste Karte quasi, wenn es um die Monster geht. Dann natürlich einen Nebelteil Goldadler und einen Reiser der Megamonarch.
Standard, ne? Bleibt immer so, wird sich glaube ich nie ändern. Es sei denn, es kommt noch ein richtig geiles Stufe 7 oder höher Wind, beziehungsweise geflügeltes Ungeheuermonster, ne? Dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Dann die Handtraps, dreimal Ash, ist glaube ich ja selbsterklärend, so wie auch der gute Shifter, den ich leider nicht wirklich gesehen habe. Ärgerlich, aber so ist das leider manchmal. Trotzdem eine schöne Karte. Wenn man sie sieht, dann freut man sich direkt. Gerade wenn man First geht oder Second geht und die auf der Starthand hat. Einmal die unbekannten Winde. Standard, sowie auch dreimal die hier. Ja, die Spielfeldzauberkarte, wichtig und richtig. Terraforming habe ich nicht einmal gesehen, war auch nicht so schlimm. Kam eigentlich immer auf die Karte selber. Also ich habe sie immer gezogen oder habe sie mir quasi gesucht. Dann natürlich, und danke Konami nochmal für den Reprint, sehr wichtig, auch schon in Secret Rare, der Beginn des Abenteuers. Sehr schöne Karte, sieht man auch gerne. Und von der Karte, von der ich spreche oder gesprochen habe vorhin, Schwalbenkauri, ist quasi die hier, nur etwas schlechter. Beziehungsweise nicht wirklich schlechter, aber du kriegst hier halt durch Time ist die Karte halt natürlich deutlich besser, wenn es um Time geht. Aber an sich kannst du auch mit der, wenn du möchtest, was eigentlich keinen Sinn macht. Wenn du jetzt einen Nemeteil Gold Adler in der Hand hast oder den Reiser, kannst du dich aktivieren und dann kannst du dann Emden suchen, weil, wenn du es nötig hast. Ne? Aber ist eigentlich nicht der Way to go, deswegen ist gut. Kann man auch einspielen. Ich glaube, ich überlege sogar, die auf 1 zu spielen, weil die hat auch einmal gebrickt und ich glaube, auf 1 ist sie gar nicht mal so verkehrt. Ja, Call by Grave, um die Handtrap zu negieren, gerade Droll oder sowas. Ja, die Töpfe halt. Topf der Gegensätzlichkeit, immer noch eine gute Karte in dem Deck, wichtig zu spielen. So wie auch nochmals vielen Dank, Konami. Den Prosperity auf 3 habe ich jetzt ersetzt durch Extravaganz. Davor hatte ich Extravaganz auf 3 gespielt, weil die halt damals noch nicht einen Reprint hatte. Und ihr wisst, wie teuer die Karte war. Arschteuer, richtig. Dementsprechend, ja, Prosperity. Endlich mal in Super Rare, endlich mal in etwas günstiger. Wir sehen, das ist jetzt etwas günstiger, in deutlich günstiger im Vergleich. Ja, zu den Traps. Die träumende Stadt, um den Gegner zu nerven in seinem Turn. Und ja, die habe ich sehr oft gesehen tatsächlich. Das war auch sehr geil. Also die kam sehr gut heute. Imp, ich liebe die Karte. Ist eigentlich so mit einer meiner Lieblings-Handtraps mit dem Shifter zusammen. Ja, dann kommen wir mal zum Extra-Deck. Das ist eigentlich so ein bunter Haufen aus allem Möglichen. Also Simorgh, dann Albtraum für Oenyx. Also ihr könnt eigentlich alle spielen. Ich habe jetzt wirklich relativ viel Random Stuff reingepackt. Also so wie auch der hier. Die können gut kommen. Kommen eigentlich so gut wie nie auf. Aber wenn sie kommen, dann können sie gut kommen. Betonung auf können. Kommen können, ich rede zu viel. Ja, Fucho. Nicht einmal mein Extra-Deck benutzt, außer für die Pots, also für den Prosperity halt. Und ja, das ist einfach eine schöne Karte. Ich mag den Effekt und ich mag die Karte an sich. Nostalgisch halt. Ja, deswegen ist sie drin. Also ihr merkt, das Extra-Deck ist relativ, also so ziemlich irrelevant für das Deck. Alle Flandern-Spieler wissen Bescheid. Ja, ne? Muss nicht groß viel zu sagen. Ja, und mein Side-Deck war auch auf jeden Fall ausbaufähig, das habe ich gemerkt. Deutlich ausbaufähiger. Den wollte ich eigentlich für Time reintun, kam nie auf, weil ich gut bei der Zeit war tatsächlich. Ich habe nicht wirklich einmal Stress gehabt, so gesehen, also mit wegen Time. Ne? Ja, der kam gut auf, kam einmal auf tatsächlich. Den habe ich nicht reingezeitet. Ich weiß nicht, war mir irgendwie nicht danach. Die irgendwie auch nicht, obwohl ich hätte sie eigentlich reintun müssen, können, habe ich irgendwie verpeilt. Das Fighten muss ich noch lernen. Ich bin ehrlich, Leute, ich bin halt nicht der beste Spieler, aber ich versuche gerade mit Flander ja gut zu performen halt. Morganite kam nicht einmal auf. Hätte ich auch raushalten müssen für vielleicht beide Handtraps. Also Ash oder Shifter. Ja. Deswegen, ich habe auch so oft den Dice Roll gewonnen und wie gesagt, die ersten zwei Matches da habe ich ja auch gewonnen. Und wenn du First, Second, obwohl, ja, ich hätte ja auch reinsiden können, habe ich nicht gemacht. Dafür habe ich aber sehr oft den hier reingesidet und leider kam der gar nicht richtig auf. Ich habe ihn einmal gezogen durch den Topf, aber da habe ich dann dumm gemerkt, das war auch ein dickes Misplay, dass ich da kein Flandermonster hatte in der Hand, sondern ja, Rubiner und der wurde dann geasht. Und dann habe ich eh ja das Match quasi verloren. Also ja, ich liebe die Karte sehr, ich spiele sie sehr gerne. Die ist super eklig, aber die Leute hatten heute Glück gehabt.
Aber ich meine ganz ehrlich dafür, dass ich, und ich sage das wirklich nicht so, weil ich eine Ausrede suche, ich sage ja im Video, ich bin ein schlechter Spieler, ich versuche noch besser zu werden, aber ich habe extrem viel gebrickt in diesem Turnier. Aber dafür, dass ich 2 zu 2 gegangen bin, also eine sehr solide Ratio, ich will mich nicht beschweren. Aber Leute, noch weniger beschwere ich mich um der Ulti, deswegen gucken wir mal. Wir können auf diesem OTS-Pack, ich habe gehofft, dass wir die 24er bekommen, aber ist noch zu früh wahrscheinlich. Also die sind zwar offiziell raus, aber bei meinem Local halt noch nicht anscheinend. Oder die wollen erstmal die loswerden und holen dann die Dinger an, die anderen OTS-Packs rein. Aber das ist halt der. Welcher war das nochmal? Triple Tactic Talents. Und noch andere zwei. Pearly war das, Noir, glaube ich, oder so. Ein Pearly-Monster und. Das Branded Fusion, so war das genau. Die drei Ultis sind drin und ein paar schöne andere Commons und oder Super Rares. Und wir gucken mal und hoffen mal. So, ich gucke einmal kurz weg, falls ich den Rand sehe. Das will ich nicht sehen. Ich will erstmal die hier sehen. Mavtronische Fernbedienung, okay. Flammedle Ritter Kaiser Charles, okay. Und, okay, Runische Entzauberung. Ich habe ein Runic Deck, habe ich noch nicht wirklich benutzt, aber nehme ich mit. Ist okay. Gut. Obviously keine Ultimate, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das war generell, es war diese Locals. Ich weiß nicht, es lag vielleicht an den Leuten, vielleicht auch an meiner Laune unter anderem, aber ich habe mich so viel unterhalten und das tue ich eigentlich nicht so oft. Ich bin immer so ein bisschen introvertiert, wenn es um viele Menschenmengen geht. Und wenn es um viele Menschen geht, die ich ja nicht kenne, dann bin ich immer so ein bisschen ruhiger unterwegs. Aber diesmal, ja, hat man sich gut ausgetauscht. Hab auch so gesehen noch neue Leute kennengelernt, ne? Ein bisschen gevibed, ein bisschen connected in dem Sinne. Und ja, war schon witzig, hat schon Spaß gemacht. Deswegen, ich bin sehr motiviert, in Zukunft auch weiter Local zu machen und euch auch mitzunehmen in dem Sinne. Ich wollte da auch so einen Vlog machen, Leute. Ich danke auch euch allen, die da in meiner. Hier, ich habe ja eine Umfrage gestartet und 100% hat gesagt, machen Vlog. Ich habe auch Bock drauf, ganz ehrlich, aber ich habe mich nicht getraut. Es fiel mir wirklich schwer. Ich habe es versucht, 2, 3 Male, mich zu filmen. Und da waren auch Leute, aber es ging nicht. Es tut mir leid. Ich muss das noch üben. Mir fiel es auch schwer, das Special, das 250-Abo-Special, falls ihr nicht gesehen habt, guckt gerne rein, zu machen. Ich habe auch dem Bruno gesagt, der kann das bestätigen. Ich wollte eigentlich auch davor abbrechen und sagen so, ey, also bevor wir aufgenommen haben, Bruno, ich will das doch nicht. Dann hat er mich aber gezwungen. Dann war es auch richtig so. Und es war auch gut so. Und habe auch eigentlich, wie gesagt, auch guten Feedback oder wir haben guten Feedback erhalten durch das Video. Und dafür sind wir euch auch sehr, sehr dankbar. Ne? Also es ist wirklich super. Aktuell läuft es super und deswegen ist die Motivation auch dementsprechend da. Guti, aber ich will nicht um den heißen Brei rede. Ich, wie gesagt, ich versuche es mit den Vlogs in dem Sinne. Ist auch vielleicht interessanter für euch, als jetzt so stumpf hier zu erzählen, wo man jetzt gerade nur die Karte sieht und nicht mich. Aber gut, so ist das. Ich gewöhne mich vielleicht irgendwann dran, ich will nichts versprechen, aber es ist schön zu wissen, dass ihr darauf Bock habt und das ist schon mal das A und O. Deswegen, ich verabschiede mich, ich bedanke mich für eure Zeit. Gerne mal die anderen Videos abchecken, wir haben noch viel mehr, viele Openings, auch in Naruto Kaio, falls ihr auch into Naruto seid. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer vielen, vielen Dank für euren Support, ihr seid die geilsten. Und nochmal an meinen Sponsor, Final Saga. Dies habe ich jetzt nicht benutzt, aber. Diese wunderschöne Deckbox hier. So. Aber kurz Werbung, Leute. Es tut mir leid, aber es muss sein. Denn mit der habe ich halt perfor. Also, ne? Da war das Deck drinne. Ich mache das noch ein bisschen höher. Es tut mir leid. So. Aber ja, das ist halt das Deck. Die Deckbox, sorry. Und der hat jetzt auch so einen Trainer hier halt, ne? Mit Final Saga, mit dem Main Monster von Final Saga. Und ja, habe auch Komplimente bekommen. Und meinen so, ja, krass und so. Wo hast du die her? Ich so, ja, Final Saga. Gönnt euch. Ja, deswegen hat gut protected, ne? Gut geschützt. Mit Rose 10 kriegt ihr 10% Rabatt auf das ganze Sortiment. Und ja, checkt die gerne mal aus. Link in die Videobeschreibung, ist ja klar. Genug Werbung, genug von mir. Ich bedanke mich bei allen nochmals. Wir bedanken uns, also ich spreche mal mit für Bruno. Wir bedanken uns für den Support. Ihr seid geil, Leute. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und Wiederschauen.